Ja, moin moin meine One Piece Freunde, heute begrüße ich euch zu einem neuen Video von One Piece Treasure Cruise. Und ja, das Blitz Battle ist vorbei, wir haben alle unsere Belohnung bekommen und ich habe insgesamt 6 Legend Pools mir erspielt. Ja, 6 Free Legends auf dem Nacken, kann man sich mal gönnen, würde ich mal dazu sagen. Als erstes seid ihr gefragt, wie viele Pools habt ihr gehabt und was habt ihr alles bekommen? Also bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ich habe auf jeden Fall schon einige Nachrichten auf Twitter bekommen, wo ihr mir übrigens auch folgen könnt, wenn ihr wollt. Ja, wo ich viele Bilder gesehen habe und ich muss offen und ehrlich dazu sagen, ich gehe noch ein wenig skeptisch ran, weil es waren so, die ein oder anderen haben Luck gehabt, haben einen der neueren Legenden bekommen, auch OP Legends. Aber der größte Teil hat halt wirklich ältere Legenden gezogen. Deswegen bin ich mal noch skeptisch und ich sag mal, wenn ich eine neue Legende aus den 6 Pools bekomme, bin ich ganz zufrieden. So, ich würde sagen, wir fangen ganz unten an. Das ist sozusagen erstmal der Community Pool, wo wir halt 20 Millionen Punkte insgesamt erreicht haben. Komm, let's go. Oh mein Gott, eine Legend, welche würde ich mir wünschen? Das ist so eine Sache, ich hätte ganz gerne Version 2 Shanks. Shanks, weil der einfach mein männlicher Lieblingscharakter aus One Piece ist und weil er natürlich extrem OP ist, also der wäre schon richtig sick. Und der erste wird... Scheiße, Alter. Holy shit. Das ist übrigens mein erster Aokiji und dann gleich noch Version 2. Nee. Scheiße, es ist nicht Version 2, aber es ist egal, den habe ich nämlich trotzdem noch nicht. Was ist jetzt nicht? Ich hätte jetzt echt gedacht, das wäre Version 2 gewesen. Ist egal, ich habe nämlich noch keinen von den 3 Anfangs-Admirälen. Also von mir aus kann es so weitergehen. Er ist auf jeden Fall neu, das ist schon mal geil. Aber es war natürlich auch eine ältere Legend, muss ich dazu sagen. Aber ist egal, er ist neu, es ist schon mal geil, ich habe auf jeden Fall schon mal eine neue Legende, also hat sich der ganze Spaß schon mal gelohnt, meiner Meinung nach. Und ja, von mir aus kann es ruhig so weitergehen. Marco, oh mein Gott. Ja, der gute Quick Marco, der damals meine Boa unbrauchbar gemacht hat. Aber mittlerweile ist er eigentlich genauso wie Lock Luffy. Man spielt sie eigentlich gar nicht mehr. Damals mit Version 1 Boa war man richtig Baba. Und ja, mittlerweile juckt sie keine Sau mehr, auf Deutsch gesagt. Also. dritter Pool, dritter Red. Also, es ist schon geil, wenn man nur so Reds zieht. Sabo, oh, Waypoint. Ja, Sabo ist auch. Naja, gibt bessere. Eigentlich muss ich offen und ehrlich dazu sagen, Sabo ist eigentlich auch nur noch, ja, sag ich mal, spielbar als Sub im so ein Ace Luffy Team. Und dann auch noch als Sixstar Plus. Ansonsten als Captain, ich sag mal, höchstens wenn man jetzt Lazy nicht hat. So, komm, jetzt machen wir noch Strohhut streicheln, runterziehen. So, der vierte. Und es wird. Ein Dew. Fuck. Er wäre eigentlich kein Dew. Ich muss offen und ehrlich dazu sagen, es ist das erste Mal, dass ich ihn ziehe. Ja, nur habe ich ihn mir damals, ich weiß nicht mehr wie lange, vor ein paar Wochen, Monaten, keine Ahnung, konnte man den guten, ja, sich als Free Legend aussuchen, aber aus einem gewissen Pool. Und da hatte ich den genommen, weil der eigentlich so der beste Wahl war. Hätte ich damals lieber Enel genommen. Scheiße. Egal. Okay, komm. Bekommen wir noch einen neuen? Aokiji ist auf jeden Fall nice. Aokiji ist deswegen geil, weil ich den Sixer Plus auf jeden Fall machen werde. Und dann kann ich den in mein Lucy-Team richtig gut spielen. Oh, Buggy ist auch so ein Schlag ins Gesicht, meiner Meinung nach. Also, wenn man ihn noch nicht hat, ist er richtig geil. Ist eigentlich auch egal, was für ein Pirate-Level man hat. Ob man jetzt ein geringes hat, ob man ein hohes hat. Ich sag mal, gratis Zeugs zu bekommen ist sexy. Aber das ist mittlerweile bestimmt auch schon mein
vierter oder so, wenn nicht sogar mein fünfter. Und wenn ich mir das jetzt, wenn ich jetzt noch ein Dupe ziehe, dann habe ich alleine in meiner Box 25 Legend Dupes, die, wo ich einfach zu faul bin, die zu verkaufen. Muss ich offen und ehrlich dazu sagen. So, boy. So, jetzt kommt 7-mal Spurtechnik. Ich dreh mich weg. Ich sehe nichts. Ich lasse mich jetzt einfach mal überraschen. Komm schon. Und ich guck jetzt hin. Und. Oh, fuck, Alter. 2 Markus, Alter. Oh, RIP, Alter. Ey, da hab ich mit dem ersten richtig Lack gehabt. Und ich muss offen und ehrlich dazu sagen. Es ist eigentlich das, was ich auch schon auf Twitter gesehen habe und in den Videos. Also die alten Legends, das ist echt krass, wie die geboostet sind. Also wenn ihr da wirklich eine von den neuen Legenden zieht, dann könnt ihr euch richtig glücklich schätzen. Also jetzt bin ich auch richtig glücklich, dass ich wenigstens meinen Aokichi bekommen habe. Und ja, da bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr heute eingeschaltet habt. Würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns die Tage beim nächsten Video. Haut's rein und die Liebe bis zum nächsten Mal.